Ich bin der DJ Illegal von den Snowgoons. Yo, das ist Kuster von den Snowgoons. And I'm Sick Nature, also from the Snowgoons. What up? Genau, ja. Wie ist denn die Idee dazu entstanden? Also die Grundidee liegt schon ein bisschen weiter zurück, da wir als Snowgoons ja bis jetzt noch kein wirklich deutsches Album veröffentlicht hatten, haben wir uns eben Gedanken gemacht, wenn wir jetzt eins machen, dann sollte das auch mit einem gewissen Thema verbunden sein. Und wir wollten nicht einfach irgendein Battle-Rap-Album auf den Markt schmeißen. Da haben wir uns eben Gedanken gemacht. Wir sind persönlich alle auch sehr interessiert an politischen Sachen, die momentan abgehen eben. Eben auch ein anderes Ding von uns sind so, keine Ahnung, Themen wie Illuminatis und sowas. Das beschäftigt uns auch alle irgendwie. Und dann haben wir uns echt gedacht, komm, wir bringen all diese Themen mal zusammen unter einen Hut. Haben uns da eine Liste gemacht. Und irgendwie haben wir festgestellt so, hey, das könnte erstens mal ein cooles Ding werden und zweitens die Idee mit dem Terroristenvolk dann, den Titel, kam dann da auch daraus, weil wir gemerkt haben so, ey, das sind so voll die Terrorthema irgendwie, so was da alles drauf ist, und das so wurde dann der Titel Terroristenvolk geboren. Wir haben auch schon ganz bewusst den Titel auf dem Cover falsch geschrieben eigentlich, weil Terroristenvolk ist eigentlich ein Wort. Wir haben zwei Wörter daraus gemacht. Das soll auch schon mal so der erste Hinweis sein, dass man einfach ein bisschen genauer hingucken muss auch und dass man merkt auch so, wir machen das einfach ein bisschen anders auch eben. Das sind schon mal so rein vom Cover her auch schon Sachen, die wir damit transportieren wollen irgendwie. Ja, viele namhafte Künstler mit auf dem Album, wie zum Beispiel. Ja gut, wir haben viele Freunde, die mit denen wir schon länger da sind. Die größeren Namen vielleicht, Lars ist drauf, Lars Unlimited, Torch haben wir einen Track. Jetzt fängt es wieder an mit den ganzen Namen. Ja, so. Nach welchen Kriterien seid ihr ja? Meinst du jetzt, um die Künstler rauszusuchen? Ja. Wie schon gesagt, so die Hälfte eigentlich sind Leute, mit denen wir schon immer down waren und mit denen wir schon öfter auch mal was gemacht haben. So. Das war dann für uns nur eine ganz logische Sache, mit denen auch weiterhin zu arbeiten. Und für die restlichen Künstler ist halt, wir haben uns schon auch Gedanken gemacht, so hey, der würde vielleicht zu uns passen und der und der und der, und dann haben wir die einfach mal so angeschrieben oder angehauen oder versucht auch eine Connection aufzubauen. Zum Teil sind auch schon ein bisschen Connection da gewesen so und haben das dann alles unter einen Hut gebracht. Wir hatten auch noch viele andere Künstler im Boot im Endeffekt, mit denen wir zum Teil auch schon was angefangen haben. Die haben sich Beats rausgesucht und die waren down, was zu machen. Hat dann einfach zeitlich nicht mehr hingehauen irgendwie, weil es ist auch so, wir wollten jetzt auch nicht einfach sagen, okay, komm, wir gehen jetzt los und gucken wir mal, was sind die 5 größten Namen und lass uns die irgendwie shoppen oder so. Ja, das war eigentlich weniger der Gedanke, sondern wir haben auch alle angeschrieben und jeder, der down ist und was zu machen, der war dann eben down, und wenn einer nicht down war, dann ist es auch wie auch immer. Also es ist schon auch ein bisschen so eine natürliche Auslese gewesen und auch ein natürlicher Prozess, dass jeder auch, sage ich mal, einfach von selbst aus wirklich was dazu beigetragen hat halt so. Und das war uns auch auf jeden Fall wichtig, dass wir da so eine Dynamik haben, wo wir sagen, hey, jeder ist damit down und cool, und dann wird es auch ein rundes Ding. Also da ist nichts erzwungen oder nichts erkauft und nichts irgendwie so am Reißbrett, sage ich mal, konzipiert, straight up. Also eine Homie-Sache. Schon, zum größten Teil, ja. Als Black Snow rauskam, da hieß es ja schon, dass ihr an der Sache dran seid mit einem deutschen Album. Stand es da schon so, dass ihr das auf jeden Fall jetzt gemacht habt? Ja, nee, da noch nicht. Da war noch nicht die Idee von Terroristenvolk in dem Sinn da. Das war, hat sich dann ja damals zu diesem German Snow Mixtape mehr oder weniger dann umgewandelt, und das war eigentlich ja kein wirklich deutsches Album in dem Sinn. Das war nur ein Remix-Album, wo wir noch deutsche Verse dann dazu genommen haben irgendwie, aber das sehen wir nicht als deutsches Album, so mal auch. Der Release so ein Zwischending war, sprich, das war auch kein richtiges Album, sondern wir haben das auch so mehr als Mixtape oder eben auf dieser Mixtape-Basis dann irgendwo gesehen.
Deswegen war das für uns auch kein erstes deutsches Album, aber wir haben dann die Idee mit dem deutschen Album erstmal ein bisschen begraben. Wir waren dann sehr fixiert noch auf unsere Ami-Geschichten und haben das wirklich erst, sag ich mal, so vielleicht Anfang letzten Jahres so die Idee dazu dann zu dem Terroristenvolk angegriffen und haben dann im Sommer wahrscheinlich letzten Jahres dann das mal wirklich konzipiert und dann versucht umzusetzen eben. Und das hat uns dann so ein rundes halbes Jahr gedauert, schätze ich mal. Das... Ja, um das zu verwirklichen. Ja gut, wir haben halt auch schon jetzt so einen Workflow drin mit unseren amerikanischen Alben und da konnten wir halt unsere Erfahrungen schon dann auch zusammennehmen und das dann hier auch umsetzen. Das war ja auch für uns schon immer so ein Grund, warum wir nie wirklich mit deutschen Künstlern gearbeitet haben. So, das geht schon so ganz weit zurück auf 2000 etwa, wo wir mit deutschen Künstlern gearbeitet haben, wie Pal One und eben andere Freunde. Der Arbeitsprozess damals war sehr, sehr langsam und träge. Und wir wollten schon immer eigentlich Nägel mit Köpfen machen. Und dann war so die Idee, wir haben dann einmal mit Virtuoso, einem Ami-Künstler, gearbeitet. Und bei dem ging das halt ruckzuck so. Der hat sich ein Beat gepickt, hat sich gleich hingesetzt, geschrieben. Danach sind wir ins Studio aufgenommen, boom, der Song war dann so an einem Tag irgendwie. Und das war ein cooler Song. Und dann haben wir so gesehen, oh krass, also die Amis, die gehen da voll Power rein und machen das. Und wie gesagt, mit den Deutschen war es oft so, also nicht bei allen, aber oft so, dann da wurde hin und her überlegt, ja, der Beat, vielleicht der Beat. Und dann wurde endlich mal ein Beat gepickt und dann so, ja, wir müssen mal Studio ausmachen. Dann hat es mehrere Wochen gedauert, bis überhaupt mal irgendwas passiert ist, sage ich mal. Und das hat uns halt dazu veranlasst, dann auch mehr auf den Ami-Markt wieder zu gehen, weil wir gemerkt haben, so hey, das ist eigentlich da, wo wir hinwollen. Das war sowieso schon immer unsere Mucke, auch durch die 90er eben und der Arbeitsablauf war einfach halt ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen professioneller, aber halt einfach mehr souverän und naja, so hat sich dann die Idee, dass wir auf die Ami-Sachen gekommen sind, erstmal etabliert und da sind wir auch ziemlich lang treu geblieben irgendwie und ich denke aber, das hat jetzt den Prozess ziemlich schnell gemacht, da wir schon die Erfahrung einfach auf dem Ami-Markt irgendwie haben, mit Künstlern jetzt zu arbeiten, so, das hat uns jetzt schon geholfen bei diesem ersten deutschen Projekt, um das auch ein bisschen schneller voranzutreiben irgendwie, auf jeden Fall. Was erwartet ihr euch von Terroristenvolk? Denkt ihr, dass sich das in Deutschland Jü verkaufen wird? In Amerika hat er ja die größere Fanbase auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also in erster Linie geht es uns auch gar nicht so sehr um die Verkäufe, um ehrlich zu sein. Uns geht es bei der Platte auch wirklich um das Feedback erstmal, weil wie du sagst, wir fühlen uns auf dem deutschen Markt im Moment so als Art Frischfleisch irgendwo, ja. Es ist halt so, so viele kennen uns noch gar nicht, weil wir eben mehr auf den Ami-Markt basiert waren. Und deswegen ist es für uns auch ein sehr guter Test und auch mal zu gucken, wie ist das Feedback irgendwie. Ich muss halt auch sagen, dadurch, dass wir eben die Ami-Szene sehr gut kennen, um es jetzt mal so ein bisschen zu verallgemeinern auch, mit europäischer oder dann speziell Deutschland, ist schon, die Deutschen sind schon sehr so ein Hater-Volk irgendwie, ja, irgendwie. Also es ist, bei den Amis macht es keinen was aus, wer da mit wem groß arbeitet jetzt im Allgemeinen, ja, und wenn da auf einer Platte der und der drauf ist, dann was soll's, das juckt die gar nicht so. Hier kriegt man halt so gleich das Feedback, so was, oh, die machen einen Track mit dem auf einer Platte, so, oh, das geht doch nicht und so, ja, so, das liest man halt dann sehr oft und da ist ja auch zum Beispiel in Deutschland, Berlin ist ja schon wirklich eine Hip-Hop-Szene für sich irgendwo auch wieder so, ja, das ist, also Deutschland ist da ein ganz schweres Kind, finde ich, was das betrifft irgendwie, wo wirklich viele noch ein bisschen offener sein sollten einfach, ja, was ja nicht heißt, dass man jede Mucke auch irgendwie mögen muss, ist ja ganz klar, es gibt verschiedene Geschmäcker und keine Ahnung so, das ist ja auch gut, aber ich sehe es halt auch so mit dem Album von der Auswahl her, ich vergleiche das immer gern, so ein Producer-Album ist sowas wie eine Pralinschachtel irgendwo, ja, so, man hat viele verschiedene Geschmäcker und wenn man jetzt kein Marzipan mag, dann lässt man halt die Praline liegen, aber dafür hat man noch die anderen Nougat und was weiß ich, die man dann halt eben mag, so, ja, das ist eigentlich für jeden was dabei. Ich denke, so sollte man das lieber ein bisschen sehen, als wie eben so, oh, was, der macht mit dem und die hatten doch mal da Beef und die passen ja überhaupt nicht zusammen vom Style her und so und das ist ja voll scheiße und was ist das für ein Ding, so, ja, das ist halt, aber das ist halt so in Deutschland. Aber für uns, wie gesagt, ist wichtig, mit der Platte jetzt weniger die Verkaufszahlen, sondern wirklich mehr das Feedback mal zu checken und ich muss jetzt auch sagen, vom ersten Feedback mit dem Snippet, das wir hochgeladen haben, kam eigentlich schon recht positive Resonanzen. Ich meine, klar, man kann es sowieso niemandem recht machen und es ist auch uns eigentlich egal, ob wir es jedem recht machen, wir machen das, was wir eigentlich machen wollen. Aber das Feedback an und für sich ist doch schon mal sehr positiv im Großen und Ganzen und es hat uns jetzt auch so selber ein bisschen Blut lecken lassen, auch wieder vielleicht doch auch mehr auf jeden Fall in die deutsche Richtung dann zu machen, so irgendwie.
Und ich denke, deswegen ist es ganz cool, aber wir werden erstmal nur jetzt das Feedback abwarten und einfach mal gucken, wie das alles so ankommt irgendwie. Das ist unser Hauptanliegen. Wer sind jetzt genau die Snowgoons? Wie viele Leute sind damit bei? Und okay, ich mach's nochmal ganz kurzer Überblick. Ich und Dad haben die Snowgoons. Der Dad ist übrigens heute nicht hier. Wir haben die Snowgoons schon Ende der 90er gegründet, haben Beats für uns gemacht, haben Beats mit Kollegen gemacht, so eben wie schon gesagt für den Perl One. Wir haben die allererste Perl One Maxi damals produziert. Marv und Illyricum, Kollegen eben aus Karlsruhe und unserer Umgebung gearbeitet, haben es da aber auch noch nicht so ja, professionell betrieben in dem Sinn. Das war halt auch auf jeden Fall mehr Hobbybasis alles. Und haben dann so bis in die Mid-2000er etwa das dann erst ab ja, so 2004, 2005 ein bisschen professioneller vorangetrieben und da auch ein bisschen mehr Elan reingesteckt halt eben. Und ja, ich und Dad haben das wie gesagt gestartet und dann nach dem ersten Album haben wir schon hier mit dem Kollegen Kastel gearbeitet. So, er hat damals in Karlsruhe noch gewohnt, da haben wir uns dann connected eben und wir haben dann auch gleich gemerkt, so wir fahren muckemäßig so in etwa den gleichen Film und es ist halt bei uns auch immer ganz wichtig, auch so dieses Persönliche halt so. Ich bin mit Kastor eigentlich super cool klargekommen von Anfang an. Wir waren sogar über der Musik dann praktisch, haben wir uns angefreundet halt eben und das ist ja auch eben sehr wichtig, um da einen gewissen Vibe zu haben. Und dann auch eben um die Zeit rum, eben genauso nach dem ersten Album, war auch dann der Hookup mit dem Signature. Wir haben uns da auch persönlich getroffen auf einer Show in Dänemark. Wir kannten gegenseitig unsere Musik schon so ein bisschen, aber dann, als wir uns persönlich getroffen haben noch dann, war das gleich auf einem ganz anderen Level. Wir haben auch gleich gemerkt, wir sind auf dem gleichen Film irgendwie und machen auch eben Arbeiten mit den gleichen Künstlern. Und da haben wir schon seit 2008, seit dem zweiten Album, schon mit beiden hier eng zusammengearbeitet. So. Die haben zum Beispiel, Sick war auf dem Black Snow Album mit einem Vers hier auch drauf, weil Sick ist nicht nur ein Produzent, sondern er ist auch ein MC. Und war da schon mit dabei und dann gleich schon nach dem Album, dann das dritte Album, hat er auch schon Beats dann beigesteuert. Und Kastor war, wie gesagt, von Anfang an bei Black Snow auch dabei, schon mit, er hat Sachen für uns eingespielt und auch, wir haben uns Beats rumgeschickt und wir haben dann halt so wirklich schon leicht gegenseitig ein bisschen produktionstechnisch ausgeholfen halt einfach. Und das hat uns dann aber jetzt letztes Jahr endlich dann nach drei weiteren Alben, die wir da so zusammen gemacht haben, dann dazu veranlasst, die zwei auch dann wirklich offiziell mit in die Crew reinzunehmen eben. Das ist einfach so ein natürlicher Prozess, denke ich mal, nach einer Zeit, weil wir haben gemerkt, wir sind wie so ein Getriebe, da fügt sich alles zusammen einfach und wir pushen uns auch dann positiv irgendwie so mit Kritik und mit Feedback einfach, um wirklich dann das Letzte auch rauszuholen, was ja auch dann cool ist. Und das war eigentlich dann nur ein logischer Schluss für alle, dass wir dann jetzt die Crew zusammen so offiziell dann machen, nehmen als vier Leute dann nehmen. Genau. Du wohnst nicht mehr in Berlin? Genau, schon lange nicht mehr. Ich bin eigentlich, sage ich mal, so mehr ein Wanderer vielleicht, keine Ahnung. Ich habe in, genau, Globetrotter, ich habe in Schweden schon gewohnt, ich wohne aber eigentlich so, meine Heimbase ist momentan auch Karlsruhe im Süden nach wie vor, da bin ich auch geboren in der Nähe, habe da auch meine Tochter und so weiter, deswegen werde ich da auch, denke ich, großzügig immer groß und bleiben irgendwie. Signature kommt ja aus Dänemark, wie wir schon gesagt haben, Kaster hier, Berliner sowieso und Dad ist aus Bamberg, mehr aus dem bayerischen Ecke, also man merkt, wir sind schon sehr, sehr verstreut eigentlich so, sogar in verschiedenen Ländern. Wir kriegen es aber trotzdem gebacken, wie hier jetzt solche Sessions zu machen, wo wir uns dann zusammen treffen, weil eben auch das Persönliche auch uns auch wichtig ist, so dieses Zwischenmenschliche. Und können da auf einer echt guten Basis dann zusammenarbeiten irgendwie. Also das haben wir bis jetzt immer gut gemanagt und das war uns auch immer wichtig so. Wir sind auch ja letztes Jahr zur MOP-Party, als die Release-Party für das MOP Snowgoons-Album war, zusammen rübergeflogen und haben da auch so einen Business-Trip dann draus gemacht eben. Und da lässt sich dann immer alles gut verbinden. Und von dem her stehen wir eigentlich in sehr, sehr gutem Kontakt, obwohl eben, wie gesagt, so diese weitläufige Verstreuung eigentlich irgendwo. Aber wir kriegen das alles gut gebacken. Das MOP-Album, das ich angesprochen habe, war das schon so ein kleiner Traum gewesen? Also war da. Ja. Auf jeden Fall, Mann. Ich meine, MOP, ich bin mit denen auch aufgewachsen so. Ich denke mal, Cold as Ice, Anti-Up kennt jeder, der ein bisschen Ahnung von Hip-Hop hat, so einfach Classics und also mit so Legends, sage ich mal, schon wirklich ein Album zu machen, ist auf jeden Fall eine Ehre.
Und da geht schon auch ein kleiner Traum in Erfüllung, definitiv so. Es ist also für uns nach wie vor noch fast unbegreifbar, vor allem auch jetzt so im Nachhinein, da das Album unserer Ansicht nach auch sehr, sehr gut geworden ist, so. Da können wir wirklich selbstbewusst, sage ich mal, so sein, dass wir da echt einen guten Job gemacht haben. Wir haben auch Props gekriegt von DJ Premier und sowas. Und das sowas ist halt dann schon echt nochmal Next Level irgendwie so. Und ja, ich denke, das war für uns ein unheimlicher Schub, so sowas eben wahrzumachen irgendwie auch als Crew. Und sind da auf jeden Fall unheimlich stolz drauf irgendwo, ganz klar. Wir haben jetzt auch eine Tour, die jetzt noch zu dem Album hier in Europa stattfindet, nächsten Monat im März dann. Sind einige Deutschland-Dates dabei, ich glaube Berlin bis jetzt noch nicht, aber wir sind immer noch am Buchen auch und so weiter, aber werden einige CDs dabei sein so, und da werden wir uns jetzt auch schon drauf freuen, mit denen dann eben auch zu tun, um das Album auch nochmal zu präsentieren. Wird auch, kann ich jetzt auch gleich mal noch so verraten, wird auch noch als Vinyl jetzt nochmal erscheinen. Ob es schon bis März da ist, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall als Vinyl noch kommen, das Album dann, also zur CD dann praktisch. Gibt es nochmal einen kleinen Re-Release. Wie sieht aus mit Snowboos Merchandise? Sind wir auch immer wieder dran, so ist halt, Merchandise ist eine gute Geldmaschine, ehrlich gesagt, aber wir sind momentan so fokussiert auf die Musik eigentlich so, dass wir halt wirklich kaum Zeit haben, uns darum zu kümmern irgendwo. Es ist halt, wir sind so busy, wir haben schon jetzt arbeiten wir praktisch parallel an 4 bis 5 Projekten wieder weiter momentan so. Und für uns steht halt im Moment so echt die Musik im Vordergrund und da wollen wir uns halt voll und ganz drauf widmen irgendwie. Aber wir sind dran, wir werden bald neues Merch haben, spätestens zum Sommer hin gibt es Mützen dann, Shirts und Bandanas, wir werden das ganze Zeug wieder an den Start bringen. So. Aber im Moment gibt es nicht mal eine Webseite, wo wir irgendwas haben, wie gesagt, weil wir echt zu fokussiert auf die Musik sind. Okay. Genau, wir werden auch zum Terroristenvolk 2 Release-Partys haben. Zwar einmal eine deutsche Release-Party, am 30.03. ist das in Münster mit MOP zusammen als Hauptdeck dann. Werden einige Künstler wie eben Antihelden, Lackmann kommt, keine Ahnung, ich habe es nicht im Kopf, wir arbeiten auch immer noch am Line-Up, Freaky Flavor, Ferum wird kommen und ja, also es sind einige Leute, die auf dem Album sind, werden auch dort erscheinen dann eben, um die Songs zu performen. Und dann haben wir noch eine zweite Release-Party am 8.04. dann, das ist der Ostersonntag in Zürich. Das ist dann Action Bronson als Hauptexo, ist denn seine erste Show in der Schweiz und da sind wir auch mit dem Terroristenvolk-Line-Up. Da werden auch wieder die Anti-Helden am Start sein, Krop und ZDW, die Jungs aus dem Süden eben und ich weiß gar nicht, noch mehr Leute, Pay und so, keine Ahnung, ey. Das Line-Up ist ziemlich groß und werden da auf jeden Fall ordentlich auf die Kacke hauen und es ist ganz cool, dass wir auch 2 Release-Partys eben haben in Deutschland und in der Schweiz. Ja, und ansonsten, wie schon gesagt, wir haben 5 Projekte, an denen wir jetzt arbeiten. So. Es wird auch bald dann schon das nächste amerikanische Snowguns-Album wiederkommen, das richtige Snowguns-Album. Und ich sag mal auch featuremäßig und aber auch beatmäßig so, es wird wieder alles toppen, was wir vorher gemacht haben. So. Das kann ich jetzt schon auf jeden Fall mal sagen. Auf jeden Fall Ohren und Augen offen halten, wird schon bald alles offiziell und dann geht es auch wieder richtig rund so. Also wir werden auf jeden Fall nicht müde und werden immer gut reinhauen.